Hallo allerseits. Da wir ja aktuell alle auf die Fortsetzung der Sternenträgerkampagne warten, dachte ich mir, ich setze zur Überbrückung der Wartezeit mal meine Reihe zur elfischen Frühgeschichte fort. Es ist bei DSA nie einfach, die zahlreichen Quellen aus verschiedenen Phasen miteinander in Einklang zu bringen. In vielen Fällen ist das sogar schlicht unmöglich. Das ist auch der Grund, warum ein Unterfangen wie die Historia Aventurica von Anfang an zum Scheitern verurteilt ist. Die Rechnung kann nie ganz aufgehen. Die Historia Aventurica ist erkennbar das Ergebnis gründlicher Recherche, vor allem aber ist sie eines: ein notwendiger Setzungsakt. Denn die Quellen widersprechen sich. Wenn man sie alle zusammennimmt, ergibt sich kein kohärentes Bild. Deswegen muss die Historia Kohärenz stiften, wo eigentlich keine ist. Es geht einfach nicht anders. Ich stehe mit diesem Video vor einem ähnlichen Problem. Denn was für die DSA-Historie im Allgemeinen gilt, gilt für die elfische Historie ganz besonders. Warum das so ist, erfassen Karin Fennböck und Stefan Donicker in ihrem Aufsatz von Baumhockern und Bartmurmlern, enthalten in dem 2019 erschienenen Band Forschungsdrang und Rollenspiel, meiner Meinung nach sehr gut. Sie schreiben darin Folgendes über die Publikation zu den Elfen- und Zwergen-Aventuriens. Die Bände, die Jörg Radatz, Heike Kamaris und Hadmar von Wieser damals vorlegten, konnten gegensätzlicher nicht sein. Traditionell, bodenständig, etwas bieder im Fall der Zwerge, experimentell, verwirrend und kaum fassbar im Fall der Elfen. Diesen Umstand bezeichnen die beiden als Glücksgriff, denn er passe perfekt zum Wesen der jeweiligen Völker. Wobei es die einfache und stereotype Darstellung der Zwerge einfach mache, sich am Spieltisch in einen Angroscho hineinzuversetzen, während die gewagten kreativen Höhenflüge so manchen an der prinzipiellen Spielbarkeit von Elfen zweifeln ließe. Es liegt also gewissermaßen im Wesen der Elfen selbst begründet, dass man auch aus ihrer Historie nicht ganz schlau wird. Genau wie aus ihnen selbst. Ich habe mich deswegen entschlossen, euch keine chronologische Abfolge mit Daten und Ereignissen zu präsentieren, sondern die Geschichte der Elfen als Reihe von Versuchungen durch Götter und Dämonen zu erzählen. Denn die Geschichte der Elfen ist ein klassisches Sündenfall-Narrativ, in dem tatsächlich auch einiges an christlicher Motivik steckt, wenn man mal so drüber nachdenkt. Maßgeblich geht es um den Fall der Engel und die Vertreibung aus dem Paradies. Als die Elfen die Lichtwelt verließen, kannten sie keine Götter. Doch die Götter wurden rasch auf diese neue Spezies aufmerksam, die da ihren Fuß auf Deere gesetzt hatte. Die Macht einer Gottheit bemisst sich nicht zuletzt nach der Zahl ihrer Anhänger. Und so hatten diverse aufstrebende Gottheiten ein Interesse daran, die Verehrung der Elfen zu gewinnen. Zu ihnen gehören unter anderem Nurti und Zerzal, aber auch Boron und Brasorak. Jedenfalls war der Namenlose, den die Elfen das Dasa, das Unlicht nennen, wie meistens, am schnellsten und am erfolgreichsten. Offenbar entsandte er seinen Heerführer Maruk Metai, aber nicht um zu kämpfen, sondern um einen freien Dämon dazu anzustiften, die Elfen zu verderben. Und so kam es zur Versuchung Simias durch Twelvan, den Wanderer. Warum Twelvan dem Namenlosen diesen Gefallen getan hat, ist nicht ganz sicher. Hier würde jetzt die Theorie gut passen, dass Marder eigentlich der Namenlose wäre. Denn Twelvan und Marder sind eng miteinander verbunden, wie ihr gleich sehen werdet. Aber ich möchte mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, denn obwohl ich viele Argumente überzeugend finde, glaube ich, dass die Theorie Marder ist der Namenlose letztlich nicht aufgeht. Zu Twelvan gab es bis vor kurzem kaum handfeste Infos, nur ein paar vage Andeutungen in Aus Licht und Traum und einen Auftritt in einem Abenteuer, wo man wirklich nichts Spannendes über ihn erfährt.
Ich habe aufgehorcht, als er als Herr des grünen Mondes in der Aranienbox erwähnt wurde. Dem Heldenbrevier des Dornenreiches nach hat er angeblich den Elementarherren der Magie ermordet, damit Marder dann die Zitadelle der Magie zerschmettern und den Sterblichen die Magie bringen konnte. Im aventurischen Pandemonium 2 sind ihm nun ganze 2 Seiten gewidmet. Er hat allerdings aufgrund seiner Macht keine Spielwerte und vieles bleibt weiterhin im reizvollen Unbestimmten. Er hat auf jeden Fall ein paar fantasieanregende Beinamen. Verderbter Sohn der Marder, Herr der 6. Sphäre, Wanderer zwischen den Sphären und, und. Die Elfen nennen ihn den ersten Besucher und machen sehr deutlich, dass er ein ungebetener und gefährlicher Gast ist. Offiziellen Spekulationen zufolge war Tvelvan möglicherweise selbst einst ein Wesen der Lichtwelt. Vielleicht aber auch ein Halbgott oder auch etwas ganz anderes. Fest steht jedenfalls, dass sich Tvelvan in Mardayas Träumen bewegen kann. Und Mardaya ist ja möglicherweise auch mit Marder identisch. Je nachdem, ob man sich auf die Simyala-Kampagne oder auf die Setzungen der Historia Aventurica bezieht. Tvelvan spukte jedenfalls in Mardayas Träumen herum und brachte Simia überhaupt erst auf die Idee, dass es da draußen noch mehr geben müsse als das Licht. Und er begleitete Simia auch auf seinen ersten Streifzügen in die Wirklichkeit. Tvelvan übernimmt hier also die Rolle der Schlange im Paradies. Simia war neugierig, also ging er mit. Und wie jeder DSA-Spieler weiß, ist Neugier ein Nachteil, der einen um Kopf und Kragen bringen kann. Ohne den man aber auch nicht viel erleben würde. Simia wollte wissen, was da draußen war. Und nach Rohal dem Weisen ist Wissen wollen schon ein relativ fortgeschrittenes Stadium des Badok, also des Unelfischwerdens. Simias Sünde ist also die Sünde Evas, die den Apfel vom Baum der Erkenntnis pflückt. Und wie Eva hat er auch andere dazu angestiftet, ihm auf diesem Weg zu folgen. Im Unterschied zu Eva hat er es allerdings nicht hinbekommen, seinen Partner zu überreden. Denn Simias geliebter Aldarin war tatsächlich einer derer, die der Versuchung der Wirklichkeit noch am längsten widerstanden. Stattdessen wählte Simia sich ein Gefolge aus 8x8 Sternenträgern und führte sie aus Mardayas Traum hinaus in die Wirklichkeit. Die Elfen wurden also selbst wirklich. Hier finden sich Parallelen zum Fall der Engel, denn als Geistwesen haben die Lichtelfen viel Ähnlichkeit mit Engeln. Auch wenn die Position von Gott hier leer bleibt, beziehungsweise vom abstrakten Konzept des Lichtes eingenommen wird. Die vormaligen Lichtelfen traten in Sein ein, wurden also von körperlosen Geistwesen zu Wesen der Wirklichkeit, die damit auch körperlich von Dingen wie Hunger, Schmerzen und Kälte betroffen waren. Die Vertreibung aus dem Paradies. Nur dass hier wiederum der strafende Gott fehlt. Trotzdem ist es die Konsequenz aus dem Wissen wollen, in dieser Logik die gerechte Strafe für ihre Verführbarkeit. Tvelvan sagte Simia, dass die Elfen das erwählte Volk seien und die Welt ihnen zum Geschenk gemacht worden sei. Sie brauchten sie sich einfach nur zu nehmen. Hinterher konnte sich Simia nicht daran erinnern, dass er überhaupt mit jemandem gesprochen hatte. Doch offenbar hat er dem ersten Besucher geglaubt. Denn damit begannen die Eroberungskriege der Elfen. Man kann die elfische Geschichte also, wenn man möchte, als säkulares Sündenfall-Narrativ lesen, bei dem die Position des Gottes frei bleibt und durch ein abstraktes Konzept, das Licht, ersetzt wird. Das führt gegenüber dem christlichen Konzept zu ein paar reizvollen Umkehrungen. Zum Beispiel, dass nicht der Abfall vom Glauben das Problem ist, sondern im Gegenteil, die Anbetung von Göttern. Und dass nicht die Fleischeslust als Sünde gilt, sondern die Fortpflanzung. Aber dazu mehr, wenn wir über die Fruchtbarkeitsgöttin Murti reden. Zu ihr und auch den anderen Göttern, die ich am Anfang schon genannt habe, möchte ich eventuell in einem weiteren Video kommen,
aber bestimmt nicht mehr, bevor der Abgesang Ometions erscheint. Vielleicht dann, während wir auf das Sturmgeheul von Shiadur warten. Bis dann, Sanya Sala.